Willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind ja auf diesem Bildchen hier und haben diese ultra krasse Atomkinder-Scheiße da ausgenommen. Jetzt gehen wir mal zum, ihr wisst schon, Türmchen, denn da wollten wir schon die ganze Zeit hin. So, es sind wieder einige Stunden vergangen. Wann habe ich die letzte Folge aufgenommen? Das war schon heute, aber ja, es ist einiges an Zeit vergangen. Wir waren noch unterwegs auf dem Weihnachtsmarkt und hin und her. Und dann habe ich vorhin mit Wolle noch ein kleines, schnuckeliges Matchmaking gemacht. Und ich kann euch sagen, holla, die Waldfee. Genau so müsste jedes verschissene Matchmaking laufen. Ich hatte 35 oder 36 Kills, an die 90 Punkte. Ich bin abgegangen wie ein Fickschnitzel. Oh, fuck. Kotzschmerz, warte mal, da ist jemand. Es war wirklich Wahnsinn. Aber natürlich ist es ein Lose geworden. Na klar, irgendwie schön 13, 16 oder sowas. Richtig abfuckend. Ich habe aber ganz viele Clips rausgenommen. Also ich habe ultra viele Kobis gemacht. Ich glaube, ich habe 6 Granatenkills gemacht insgesamt über das Spiel. Das war schon richtig nice. Kotzschmerz, da kommt jemand, siehst du das nicht? Reba, ich glaube, da musst du mal... Reba, das ist ja echt auf Deutsch hier. Oh Gott, wie das reinhaut. Kotzi. Warum? Warum macht er nichts? Er sagt Orte, feindliche Lebensscheiße, aber er... Hey. So, Kotzschmerz, da. Ran. Auf ihn. Auf ihn. Die Kacknase, auf ihn. Kotzschmerz, ich werd eingerissen. Guck mal, wie down ich bin. Ah, wir haben ja Essen gekocht. Jetzt muss ich gleich noch futtern. Ich denke, es bringt nichts, wenn ich die mit ihren komischen Gamma-Dingern angreife, oder? Ich teste es mal kurz. Ach du Scheiße. Ich bin fast tot. Okay, warte. So, Scorpion Steak, dann. Mal kurz diese. Haben wir die überhaupt dabei? Ja, ne? Wir haben eine gehabt, die. Haben wir die weggelegt? Krass, Leute, übles Waffenmanagement, das wird erfahren. Okay. Scheiße! Leute! What the fuck? Okay, ach du Scheiße. Ey, die haben uns einfach zerrissen. Okay. Wir müssen ein bisschen Abstand zu denen haben. Hoffentlich sind die da hinten nicht wieder neu gespawnt. Das wäre eine Schweinerei. Wir müssen die so ein bisschen ausdünnen. Von weiter weg reinreißen und so. Gut, das Geschütz brennt noch. Ja klar, wir haben ja gespeichert natürlich. Das kann jetzt ja nicht schon wieder voll sein. Boah. Also scheinbar habe ich... Das hier kenne ich, dieses Stückchen. Das muss ich wohl gemacht haben, als ich deutlich stärker war wie jetzt. Ich gehe nur auf die Fresse hier. So. Wir nehmen erstmal Right Away. Heilen uns komplett auf. Und dann gucken wir mal, dass wir die irgendwie eingerissen bekommen. Vielleicht können wir hier auch Hilfe rufen. Was haben wir denn hier an... Ah ja, doch, das müsste gehen. Das ist zwar niemand, aber es müsste eigentlich gehen, dass wir... ja, das war doch richtig. Dass Leute kommen von den Minutemen, die uns dann helfen. Das testen wir jetzt gleich mal. Ich nasche doch kurz hier. Zack, zack. Na, das war eh zu viel. Naja, egal. So, ich speichere. Redest du jetzt richtig, bevor die uns hier wieder die ganze Geschichte streitig machen. Und dann... Hat echt gut funktioniert. Es können keine Menschen zur Hilfe kommen. Zur Hilfe. Okay. Ah, bitch, get out of my way. Hör auf zurück zu schießen. Du alter Barackler. Warte mal. Bam! Okay. Alter, der schießt auf Cotsworth, ne? Nicht auf uns. Oder? Kann das sein? Sag mal, ich schieß kurz vor ihn, aber ich muss wohl direkt auf die rüber, oder was? Komm, Cotsworth. Cotsworth, könnte mal irgendwas machen, alte Ratte. So, einer ist ausgeschaltet. Schnell speichern. Kotzi. Wo sind die anderen? Wo? Da oben ist ein Ultrafetter drin. Der Anführer sozusagen. Ich weiß nicht genau, von wo gleich der Rest kommt. Ich glaube, die anderen sind alle von dem Haus gekommen. Wir checken das mal. Also ich denke, wenn ich direkt an sie rankomme, dann kann ich das machen. Aber nicht, wenn ich da... Oh, ich muss eigentlich mal hier den Ding probieren, ne? Eigentlich. Jo. Was machen wir überhaupt? What the fuck? Leute. Ja, also so könnte... Wenn so Counter-Strike läuft, ich war so unglaublich on point. Ich habe auch ein, zwei Clutches, oder fast Clutches, abgescreent. Und werde da demnächst mal irgendwie so einen kleinen Zusammenschnitt machen. Da haben wir so einen Bunker.
Kotz. Die ganze Zeit, wenn ich kämpfe, ist er weg. Und jetzt chillt er direkt in uns drin. Dreckarsch. Nicht da was. Ja, hier. Glaub daran. Bitch. Wow, das war ja wirklich... Oh, fuck. Hat er gerade Autsch gesagt? Oh, das war sogar eine Plasmamine. What the fuck? Bruder? Schwester? Lester-Schwester? Oh. Ich bilde mir Dinge ein. Was? Was? Warte mal, wie viel Minen haben wir noch? 18. Wo sind die? Der Kotzi, die sind höchstwahrscheinlich. Ja. Da haben sie uns schon, Kotzi, da haben sie uns schon. Wie geil das klingt, wenn die da hinten einschlagen. Oh, shit. Ich glaube, ich rush die jetzt einfach. Ich muss auf jeden Fall ins Haus rein, um Abstand zu verringern zu denen. So. So, oh, shit. Oh. Wie, ist das eine Falle hier? Ja. Ah. Komm doch ran. Bitch! Oh. Oh fuck, eine Granate? Oh, oh shit, oh shit. Irgendwie ist es nicht. It's not really effective. Es ist gar nicht effektiv. Fuck, fuck, fuck. Scheiße. Oh Gott, fast tot. Boah. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie genudelt bekomme, ne? Die sind echt krass unterwegs. Also nur mit Dauerheilung und sowas und dass wir die gesamten Ressourcen verbrauchen. Ich weiß gar nicht. Nee, wir haben gesagt, wir nehmen uns das jetzt vor, also machen wir es jetzt auch. Ich habe jetzt halt nicht mehr so viel Muni dabei. Was brauchen wir für die? Für die Dinger. Wie heißt denn der Scheiß? Das hat 45, da haben wir nur noch 80 Stück. Hier oben sind die cool, ne? Sag mal, wo sind denn unsere... Habe ich hier irgendeine bescheuerte Sortierung? Bin ich blind? Ne, da unten sind sie ja. Okay, alles cool. Ich bin einfach nicht weiter runtergegangen. So, ja, 45er. Wisst ihr, ich muss eigentlich jetzt alles mit dem Ding machen. Einfach nur aus den Gründen hier. Atom, bist du es? So, ich schieße ihm vielleicht direkt irgendwie die Dinge aus der Hand. Okay, du bist gepackt. Ach, du kannst zwei Granaten. Sage mal, was ist mit denen los? Okay, Achtung. Anderer Versuch. Wir gehen direkt hoch in den Turm. Wir rennen einfach hoch. Im Turm müssten wir die doch irgendwie im Griff haben, wenn ich alles vollschmeiß mit Minen. Warte, hier sind doch irgendwo die anderen Minen. Atommine, what? Noch durchgepeitscht. Das ist die einzige. Vor allem war hier aber direkt close eine, ne? Wie sehen die denn aus? Ach, das sind die Atome, die Dinger. Die Macht von Atom. Ja, die Macht von Atom, ne? So, kleiner Speicherpunkt. Ist das da hinten dann auch eine Atommine, das hier? Keine Ahnung. Ich renne jetzt direkt hin. Ich hoffe, dass es klappt. Oben ist halt nochmal der Fette, den wir dann irgendwie platt machen müssen. Aber das sollten wir gebacken bekommen. Ach so, natürlich. Ey, warum nehme ich eigentlich nicht. Warum nehme ich nicht Relax? Bin ich dumm? Hallo? So. Eigentlich müsste ich diesen Strahlenanzug anziehen, ne? Das wäre wahrscheinlich das Optimale. Das Optimum. Ja, moin. Einmal macht das gar nichts, was ihr da... Ah, es macht auch ein bisschen was. Fuck, hör auf. Tja. Bist du wieder so stark, ne? Mit deinem kleinen verschwindenden Hoden. Ich werde dich zurück ins Licht zerren. Ja, komm doch her. Ich schmeiße gleich eine Mine hin. Ich, erwarte dich, mein Söhnchen. Bitteschön. Gucken, ob hier oben noch irgendwo einer ist. Och, du Kacke. Das ist ein Ultrastarker. Leute, no chance. Haben die mir hier eine Granate reingeschmissen? Ist das wahnsinnig? Ey, ich weiß echt nicht, ob ich das ja irgendwie schaffen kann im Moment mit der Ausrüstung. Ich glaub's nicht. Fickt ihr mich gerade? Die haben meine Mine ausgelöst.
Also, vielleicht. Hier unten. Hier unten ist eben noch einer gestorben. Wartet. Ah. Okay. Dann schnell zumachen hier. Ach du Scheiße. Hallo. Guten Morgen, Kinder. Ich will alles durchladen. Oh shit. Hier ist noch eine für euch. Bitte. Für den Naschen. Wo ist denn jetzt die andere, wo man hier ist? Okay, dann kommt mal hoch. Bereitet mir mal ein Ende, bitte. Meinem Leid. Wer ist es denn? Hier. So, ich drücke mir direkt noch einen Redex hinterher. Also wenn wir das hier... Ach, warum nehmen wir nicht eigentlich auch Jet und den ganzen Scheiß? Okay, warte mal. Cool bleiben, cool bleiben. Nee, nee, nee. Jetzt kommt ihr hoch. Hier. Verteilt euch! Verteilt euch. Ja. Das kommt davon. Wenn du fickst mit dem Klamottermann, du hängst mit der Gang, aber ich hänge mit Zauberern. Bam! Oh, 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 oh. Hier. Ihr solltet eure Arme nicht so anstrengen, Leute. Boom. Beide weg, oder? Ja. Nuka-Granate. Ach du Scheiße. Okay. Alles cool, alles cool. Ich glaube, das waren hier jetzt erstmal alle. Das heißt, wir nehmen noch einen Redaway, drücken uns gleich noch aus. Oh shit. Oh shit. Kurz speichern. Okay, okay. Ich verstecke mich mal kurz im Haus, vielleicht. Ich weiß. Vielleicht finden die mich gleich dann nicht. Wir haben jetzt schon 4 oder 5 ausgeschaltet, beziehungsweise da lagen einige Leichen rum. Ich muss kurz noch ein Stück weiter weg. Ja, Vorsicht, sehr gut, wir haben ihn verloren. Kotz, wo bist du eigentlich hin? Ach du Scheiße, da los. Es wird da hinten auch gerade rumgeschossen. Ich guck ganz kurz, was das da hinten ist, aber ich gehe gleich wieder zurück. Das ist eine Herde, oder? Ja, ein Pack-Brahmin ist da auf jeden Fall schon mal. Was ist das hier? Ein Klo oder was? Eine Raststätte? Na jo. Ja. Ich habe gerade geschissen. Kotz, hallo? Boah, der Fight ist intens. Ganz kurze Pause, dann geht's gleich weiter. Ja. Das war's scheinbar schon. Okay, dann gucke ich noch kurz in den Bunker und gehe wieder zurück. Tja, meine Damen und Herren. Wir gehen jetzt mal zurück und müssen halt diesen Ultra-Dicken legen. Ich drücke mir Red Axe rein, ich hole mir Jet und dann ziehe ich den sowas von auseinander. Ich ziehe ihm einfach ich ziehe ihm alles raus, was er in sich hat. Bei der First Limited Safety. Ich glaube, da hinten ist auch diese eine Mine, die will ich noch mitnehmen. Hinter diesem Alkaway, oder? Die uns. Ja. One Splider Mine. Oh, die ist aber auch gar nicht da, wo sie vorhin war. Vorhin war sie hier irgendwo. Was liegt sie da? Zack. Das ist gut, dass wir davon schon so viel verbraucht haben, von den Teilen. Denn wir waren da richtig voll mit dem ganzen Scheiß. Wobei wir ja, das dürfen wir nicht vergessen, mittlerweile auch ganz viele, hoppala, ganz viele anderen Schotter angesammelt haben. Ne? Wir haben hier diese anderen Minen. Was sind sie denn? Kryominen haben wir, Kronkorkenminen, Impulsminen, Impulsgranaten. Das sind Sachen, die wir, und die Atommine, die wir noch gar nicht ausgerüstet haben. Sobald wir vor dem sind, nehme ich die Schrot, Holz, alles drauf, was ich habe. Also vor diesem dicken, mitteldicken. Was höre ich eigentlich? Warte mal, ist der direkt da drin? Das war natürlich zuckrig. Crotsworth schießt halt schon mal weiter. Nee, der ist über uns. Au, wir macht Autsch! Da musst du dich schon mehr anstrengen. Ich gehe ran an den da. Habe ich die... Warte, ich brauche die Schrot zuerst. Krass, der ist echt wieder hochgegangen. Überall Blut. Wir haben überall rumgeballert. Ich hallo, hallo. Na, ich will ihn direkt facen. Na, leck mich doch. So, passt auf, passt auf. Was ist Maddox? Schadenresistenz. Geht wieder stehen. Nee, warum eigentlich nicht? Das ist ja eigentlich nur Dingschaden, ne? Was der drückt.
So, ja. Bam. Okay, und weiter. Jet ist einfach der Hammer, Mann. Jet ist so krass. Oh, Leute, was haben wir da? Kurz nachladen alles. Und dann schauen wir mal, was wir da eben gefunden haben. Bleiverkleider, dann können wir halt nicht so viel tragen, ne? Aber ich denke, das ist doch besser als unser, also hier 10, 5 und 10. Puh. Schwierig. Und das andere, was wir da noch haben, 22. Okay. Vom Tragedingens her geht das noch. Ja, ich behalte die zwei Teile jetzt mal an. Das hier werde ich dann einfach wegschmeißen. Ah, das hier unten haben wir noch rausgezogen. Das habe ich gesucht. Ja, die Synth-Rüstung. Wartet mal. 22, 27. Und das Ding hier hat... Ah, okay. Das ist halt der Energieschaden, ne, den wir abhalten können. 122, was ist die andere wert? 68. Ich vertraue einfach mal auf den Preis und hau dieser bleiverkleidete Kacke wieder weg. Und wie sieht's hier aus? 39. 43. Ich mach diese bleiverkleidete Geschichte wieder weg. Ich denke, wenn wir das ja gleich erledigt haben, dann haben wir auch erstmal wieder nicht mehr so viele Gegner, die so unglaublich strahlend sind. Das heißt, es sollte dann oben... Es sollte dann wieder laufen. Also wir haben jetzt hier oben noch den Ultra-Knilch, ne? Den da. Guck mal, da liegt sogar eine Atombombe dabei. Ich weiß nicht, ob die losgeht, wenn ich jetzt eine Mine vorne dran lege. Ich hoffe es nicht. Ich werde jetzt hier mit einer... Also Atommine wird nicht viel bringen. Ich denke, dass diese Impulsdinge auch nicht viel bringen werden. Ich werde einfach mit einer normalen Mine hier arbeiten. So. Ich hoffe, die lösen die mit ihren scheiß Schüssen nicht aus. Ich lege dem einfach so einen ganzen Minenweg hier runter, weil ich glaube, der ist ziemlich hart. Ja, und dann werde ich... Ich werde hier noch eins nach unten gehen, denke ich. Dann ist er in drei oder vier Minen gelaufen. Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob ich ihm dann noch jetzt direkt versuchen soll zu geben, weil er ja wahrscheinlich direkt die Mine aktiviert, ne? War vielleicht nicht optimal, aber wir testen mal. Wir gucken, was passiert. Hallo. Ah, warte mal. Vielleicht können wir mal über das Bein krippeln. Ich versuch mal mit... Alles klar. Er kommt ziemlich schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Ich werde ihm noch eine hier hinlegen. Oh Gott, der ist direkt hinter uns. Scheiße. Ah, Kotzi ist da, Kotzi ist da. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ich bin ganz unten. Ja. Jo. Oh Gott, hab ich gerade Panik gehabt? Ich kann euch nicht vorstellen, wie ich gerade gepanikt habe. Nice. Nein, Kind des Atoms, hör auf. Bam. Und nochmal. Bam. Und kommt auch nochmal. Haut auch nochmal ran. Ach, ich treffe sie durch, Crossword durch. So. Leute, erstmal. Hallo, hallo. Nanu, nanu. Jetzt geht's aber los, ja. Red away. Ich geh kurz hoch. Crossworth kann das hier unten ja machen. So, noch eins. Und dann den Rest. Futtern wir uns voll mit. Was haben wir da dabei? Diese Radskorpion-Geschichte. Ist das schon. Leguan am Stiel. Und. Todeskrallensteak. Boom. Voll sind wir schon. Also, die waren jetzt härter. Wie eine Todeskralle. Oder ähnlich hart wie eine Todeskralle. Es gab auch sau viel Erfahrung. Vor allem für den einen Knilch hier. Krass, wie die uns gejagt hat. Ich habe so richtig gepackt. Oh nein, ist die Ding echt tot. Ah, Verkäufer. Warum habt ihr den Verkäufer da reingeschmissen? Zum Futtern wahrscheinlich, ne? Hm. So. Ich würde hier irgendein. Ich würde hier irgend so ein Ding liegen lassen. Ich bin nicht wahnsinnig. Alles klar. Passt auf, ich jump mal runter ins... Nicht laden. Nee, nee, nee. Jetzt hier unten einfach so ein Spielstand laden. Ich jump jetzt mal voll runter ins Wasser. Was, komme ich da ins Wasser? Ich glaube nicht. Okay. Also
Eisfeld ist halt ein ziemlich krasser Sprung, ne? Musst du dich auch konzentrieren für sowas. Zack. Ich meine, zack. Water! Water! Scheiße. Wie dieser Klippenspringer, der so ultra knapp gerade noch so ins Wasser kommt und nicht an der Klippe zerschellt. Naja, muss mal drunter laufen. Scheiße, Mann, dann. Ich frag mich, ob Cotsworth ihn schon geschafft hat, den da unten. Passen wir da nicht durch. Ich habe ihn gerade eben unten gesehen. Er ist sogar, zumindest noch alive. Zumindest ist er noch killer alive. Wie er hier geholfen hat mit dem Leuchtenden, der Wahnsinnige. Warte mal. Habe ich es nicht gewusst? Hier ist ja noch gar nicht jeder durchsucht. Die sind ja scheinbar einfach so. Ich dachte kurz, der hat irgendein Ding in der Hand, so eine Waffe. Den haben wir auch schon durchsucht, ne? Ja. Den da hinten sowieso. Da unten ist. Ich höre. Was höre ich eigentlich? Ketzer. Ketzer. Cotsworth, kannst du bitte rangehen? Ich find die Trolle einfach zu krass. Ja. Achtung, eine Atombombe. Gott! Atom, mit dir wird die Leute schon reinigen. Wuff. Komm schon, streckt euch wenigstens. Moment. Strengt euch wenigstens an. Ja, Cotsworth, komm halt mal ran hier. Streng du dich mal an und hilf mir, Dumbatz. Ich nehme jetzt für alle Fälle noch eine Gamma-Kanone mit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine. Ich werde schwören können, wir haben schon eine dabei. Gehabt mal. Wahrscheinlich habe ich die weggelegt, aber die ist eigentlich sau stark. Oder war dann dieses Gamma-Gewehr doch krasser? Ja. Ja. Scheiße, ja. Da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, ob dieses Gamma-Ding, das wir haben, das noch zusätzlich einen Radschaden macht, das Radgewerb ist nicht geil, aber. Und wir deshalb das andere Ding weggelegt haben. Den haben wir den schon gelootet? Ne, den haben wir ja von weit weg gekillt. Genau. Ich guck mal kurz, was die Kanone kann. Ja. 111. Okay. Bin mir nicht sicher, ob wir eine schon am Start hatten. Läuft. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wisst ihr was? Ich nehme noch ein paar andere mit. Hier liegen ja jetzt genug rum, dass wir die auch so ein bisschen modifizieren können. Wahrscheinlich kann man die in unterschiedliche Richtungen modifizieren. Ich nehme mal 3 mit. Alter, andere lag. Keine Ahnung. Da drin sind noch genug. So, Gamma-Kanone? Ja, ist alles das gleiche, genau. Ja, und somit hätten wir diesen verschissenen Vorposten der Kartoffelköpfe gesäubert. Es war wirklich jetzt Arbeit von 23 Minuten und auch echt gar nicht mal so einfach. Haben wir irgendwie was freigeschaltet? Nee, schade. Ich dachte, wir können das jetzt benutzen als Haus oder so. Lass uns noch kurz diese Fabrik entdecken und noch das da drüben. Und dann gehen wir nach Häme und legen mal alles weg. Liegt da vorne? Ist da eine? Was ist das hier für eine Fabrik? Bestimmt auch so eine Fischfabrik oder so. Langdeck Lukowskis Konservenfabrik. Okay. Okay, lassen wir einfach mal jetzt Fabrik sein und gehen weiter. Ist auch nirgendwo ein Feind zu sehen. Und gehen auch da hinten. Da. Warte, das war das, was wir schon entdeckt haben, ne? Genau. Ah, das haben wir auch schon entdeckt. Hugos Loch. Warte mal, die Sachen sind schon entdeckt. Dann holen wir noch den Schrottplatz da vorne. Ich wollte noch 2 Sachen entdecken und das machen wir jetzt auch noch. Wobei hier auch noch was ist. Komm, wir machen alle 3, ist egal. Die zerbombten Häuser hier. The Bomb, die Mucke läuft im Hintergrund. Sieht schon echt geil aus, oder? Das Gras, wie es da rumwackelt. Da hinten ist eine Insel. Sick, dude, sick. Da ist irgendwas. Und Lynn Pier Parkplatz. Sehr schön, sehr schön. Ist noch das hier hinten. Da ist ein Augenbot. Uranium Fever. Was war denn da oben? Da war doch irgendwas drauf. Ein Brahmin steht da drin in dem Haus. Brahmin, geht's dir gut? Oh Gott, was war das? Da ist gerade was von der Brücke gefallen, habt ihr es gesehen? What the fuck?
Habt ihr das gesehen? Das Auto ist, glaube ich, runtergefallen. Einfach so. Krass, wie Gegner leer das hier gerade ist. Aber hier ist bestimmt was. Ja, da ist jemand drin. Hub City Autoverschrottung. Da sind Feinde, die uns schon entdeckt haben. Ich gehe mal ein bisschen weg, denn jetzt müssen wir echt nach Hause und mal den Scheiß verkaufen. Obwohl da hinten noch eine Basis angeblich ist. Und hier ist auch noch irgendwas. Ach komm, wir rennen jetzt halt noch kurz da durch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Oh, du Scheiße! Hä? Das waren doch jetzt gerade eben 30 Millionen Minen aufeinander. Wer macht sowas? Warum? Warum macht man sowas? Ist das ein Teil von dieser Unterwasserstadt, von dieser Wasserstadt, von der ich gelabert habe? Nee, ne? Leck mich am Ärmel, krasser Scheiß. Direkt mal schnell speichern, wenn so eine Kacke passieren kann. Ist das Auto in zur Brücke? Ja. Elisa. Ach, Scheiße. Ha! Tja, Kotz, was machst du jetzt? Geschichte Wasser. Gibson Point Pier. Da wohnt doch bestimmt. Oh, Scheiße. Aber wir sind versteckt, okay. Wir haben jetzt nämlich ungern die ganze Munition verbrauchen. Wir haben so viel Munition verballert. Beim nächsten Händler müssen wir unbedingt die. Was brauchen wir? Für die Dinge. Ja, die 45er sind das, ne? Radiumgewehr, zwei Radiumgewehre. Beide komplett gleich. Ah, ne, das eine 150 Schadenresistenz beim Nachladen. Die Zeit wird für einen Augenblick verlangsamen, die letzte Kugel. Okay, dann würde ich sagen, das Nachladen ist geiler. Die letzte Kugel kommt nicht so oft wahrscheinlich, weil ich immer vorher nachlade. Und dann wird sich das hier doch eher rentieren. Da, ja, 45er. Ich wollte nochmal sicher gehen. 45er, ganz sicher. Ach du Scheiße. Eine Todeskrallen, klauen Scheiße. Ich renne mal auf das Auto da. Okay. Ja, ich schmeiß mal noch eine Nate hin. Habe ich vielleicht einen gekrippelt? Scheinbar nicht. Ja, renn lieber davon. Du Verlierer! Lauf von mir weg, du verkackter Verlierer! Was ist mit dir los? Hast du schon verloren oder was, ne? Oh, Scheiße. Nein. Ein normaler Meier lässt mir nichts anhaben. Und die Todeskralle auch nicht. Ist er schon tot? Kotschwolf ist wieder alive? Nee, ist er nicht. Ich hab den schnellsten Schuss nach. Den krassesten Triggerfinger. Oh, wie sie an uns rangekrippelt kam. Fast schon traurig, oder? Komm ich ihm das Fleisch mit. Wir grillen doch jetzt wieder so gerne. Ach, und noch irgendein Holzblock. Why not? Why not? Ach komm. Hat er uns schon gesehen? Ach, Scheiße. Gott, Hilfe. Ich kotz. Oh, da war schon eine Falle. Ob ich den in die Falle locken kann. Messer klauen. Dass der hier reinkommt und dem dann irgendwas passiert. Wäre geil, wenn er jetzt einfach von vorne reinkommen wird, aber das wird wohl nicht passieren. Was ist hier? Was, woraus. Warum ist hier. Was ist hier mit der Falle los? Okay. Noch ein kleiner Bodensafe, der direkt aufgeht. Geschafft. Das ist ja praktisch danach geschrien, geöffnet zu werden. Wo sind jetzt? Ah, hier ist sie. Eine Kampfflinte, nehme ich auch mal mit. Solange wir noch was tragen können, nehme ich den ganzen Scheiß mit. Zigarrenkiste, Baseballschläger. Was macht denn so ein Baseballschläger eigentlich an Damage? Baseballschläger. 28. Pff. Wobei man die, glaube ich, bedazzeln kann. Ziemlich krass sogar. Mit Ketten und Nägeln oder was weiß ich für eine Scheiße. Jetzt mache ich dieses blöde Viech halt noch völlig, dass ich mich teleportieren kann. Kotz, follow me, dude. Da drüben fliegt eine Blähfliege rum. Ach, das ist doch gerade lächerlich, oder? Andauern diese blöden Kackviecher. Nein. Wenn du mich schlägst, schieß ich zurück im Buck. Ich würde nur schnell das hier entdecken und dann schnell weg. Komm. 3, 2, 1. Bing, neue Fans. Komm. Also,
Oh, hier könnten wir. Hier können wir vielleicht eine Siedlung machen. Wir gehen da schön nach Hause und kloppen alles weg. Sehr schön. Wir haben hier einen schönen Bogen gemacht. Hier ist noch alles zu entdecken. Und man sieht hier einfach, wir können unglaublich viel noch absuchen und Kram machen. Ich muss sagen, die letzten paar Videos, die habe ich ja immer ziemlich knapp gemacht. Das hat mir ganz gut gefallen. Also dieser Aspekt, dass ihr kommentiert und ihr kommentiert darüber, was ich gerade eben gemacht habe. Also die anderen Sachen oder bei den letzten paar, bei den vorletzten paar Folgen, da habe ich ja immer mal wieder 5 oder 6 auf einmal im Voraus aufgenommen. Und dann war das immer so weit entfernt. Wenn ihr dann kommentiert habt und so, dann wusste ich manchmal gar nicht, wovon ihr jetzt sprecht und hin und her. Das hat schon was, wenn man so direkt dran ist am Puls der Zeit. Ja, hey. Hast du irgendwas dabei? Nee, ne? Gut, hier habe ich nichts gegeben. Ich kann direkt mal gucken, was wir mit der Gamma-Ding anstellen können. Wir können eine tiefe Schüssel noch machen. Dann rockt sie richtig brutal rein. Scharfschützengriff. Und bei den Mündungsbremsen kann man halt dann nochmal hier nochmal was mit dazu kloppen. Einfach, oh, guck mal, da kann man die Feuerrate noch höher stellen. Trägersignalantenne. Da brauchen wir Wissenschaft Teil 3 und für diese. Dafür brauchen wir Wissenschaft Rang 4. Also wir könnten, ich glaube, wir haben noch einen Skillpunkt in der Wissenschaft. Eigentlich nochmal eins nach oben gehen. Wir haben sogar 2 und sind bald wieder Level up. Wir gehen mal Wissenschaft noch eins nach oben. Dass wir da einfach schon mal auf dem 2. Punkt sind. Was ist denn das hier unten? Apotheker. Chems, die du konsumierst, wirken 50% länger. Abgefahren. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt, wo wir die Dinger benutzen. Das ist eigentlich ziemlich nice. Ich werde jetzt mal die Gamma-Dinger hier wegpacken. Aber die jetzt ja eh gerade nicht benutzen. Und ich werde heute noch ganz leicht ein klein wenig überziehen. Ach, ich suche die Sachen. Ich bin einfach blind. Die Free Haircut legen wir auch erstmal weg, haben wir gesagt. Und eine von diesen. Und zwar das hier legen wir auch weg. Jetzt haben wir zwar immer noch Schotter, scheinbar, den wir doppelt und dreifach haben. Kampfflinte. Ja, genau, die habe ich auch zweimal. Denn wir haben ja unsere. Wir haben ja diese hier. 47. Und was kann die Kampfflinte? 57. Halt, das ist das Kampfgewehr. Wo ist unser. Hier ist unsere Kampfflinte. 71. So läuft nämlich der Hase in die falsche Richtung. Kampfflinte, weg mit dir. Lächerlich. 57. Ist das so wie ein Furz oder sowas? Warum ist er nackt? What the fuck? Ah, das ist ja den ich ausgerüstet habe, ne? Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Ja, es ist echt schlimm, ne? Ich weiß, es ist echt schlimm. Eine kleine Sache möchte ich doch noch machen, und zwar will ich auf die Karte gehen und dahin gehen, wo wir noch 0 Leute haben und da geschwind so ein Ding aufstellen. Das ist ja so eine Antenne-Geschichte, dass wir da ein paar Siedler haben, worum wir uns dann auch wiederum kümmern können. Wenn da 0 ist, dann ist es irgendwie total witzlos. Das mache ich noch geschwind. Wir sind erst bei 33 Minuten. Da freidere ich. Wenn es ein bisschen länger geht. Wobei einige geschrieben haben, ich kann gar nicht mehr zu Ende gucken. Also, ich verstehe, dass man nicht in einem Zug zu Ende gucken kann. Aber ich denke, zu Ende gucken sollte man grundsätzlich eigentlich können. In Etappen geht das ja schon. Einige machen das ja auch so, dass sie ja so weit gucken, wie sie eben kommen. Und dann, zack. Und dann irgendwann anders weiter oder fertig gucken. Ich stelle das mal hier drüben auf. Die Hölzer mache ich gleich noch weg. Nee, ich stelle es da. Ja, so. Und noch der Strom. So. Noch geschwind die Hölzer hier weg. Genau. Es läuft. Das heißt, hier müssten bald Leute erscheinen. Ah, da ist. Ach, guck mal, der arme kleine Dogme. Der ist die ganze Zeit hier und verkauft. Hallo, was? Und verkauft seine Hundeknöchelchen. Und das gleiche machen wir jetzt auch noch in, ich glaube, die meisten Sachen sind schon belebt, aber hier genau da unten und da die 2. Nicht ein Punkt. Markierung. Ich habe auf Markierung platzieren gedrückt und dann fange ich mich an zu teleporten. Sehr merkwürdig. Mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen, wenn wir da sowas bauen. Man kann mit Bauen, glaube ich, auch so ein bisschen Level grinden, aber so gut wie gar nicht im Vergleich zu anderen Dingen. Let's go. So. Hallo. Ich will hier was bauen. Das passt mal gleich genau auf. Welches Ding jetzt setze ich? Das ist hier an die Seite.
32. Und oh, nicht schlecht. Und so ein Generator, was kann der? 17. Okay, ja, der ist natürlich nicht mehr so krass. So eine Antenne. So, und jetzt kommt noch die letzte. Und zwar, ich will diese scheiß, genau, Markierung entfernen. Mich stört sowas ultramäßig. Ist noch kurz nach da hinten. Ja. Und dann haben wir es ja, erledigt, weiter, haben wir es geschafft. Um mit einer Person zu reden, musst du sie im Stehen aktivieren. Um sie zu bestehlen, aktiviere sie im Schleichmodus. Nur, dass wir Bescheid wissen. Das hier hinten ist eh voll die abgefuckte Siedlung. Einfach an so einem Stück Nichts. Mit kaputten Häusern und so. Da können sie sich was Schönes aufbauen, die Gauner. So, der letzte Strahl, den mache ich auch irgendwo so ein Stück weiter weg, dass er nicht abfuckt. Man muss ja auch an die Leute denken, ne? Das stört ja auch so ein Strahl. Ist auch saulaut. So. Jetzt müssten wir eigentlich schon, wenn wir ehrlich sind, mal zurückgehen und gucken. Haben wir hier schon. Zack. Ha! Eine Person ist schon da und da unten sind sogar schon zwei da. Nice. Und hier ist auch gleich jemand da. Sehr gut, okay. Da können wir dann nächstes Mal weitermachen und richtig coole Action machen. Aber ich bin erstmal froh, dass wir den Ding geschafft haben. Was ist denn das da hinten? Ah, das ist das hier. Ich bin erstmal froh, dass wir den verschissenen Leuchtturm geschafft haben. Und nächstes Mal geht es dann mit irgendwas Coolem weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.